Hallo Freunde, ihr seid wieder mit Ninos Product Reviews und heute schauen wir uns die Hutu Universal Docking Station an. Eine Docking Station mit einem Doppelkern GPU, wodurch die ganzen Lag Problems entgegengewirkt werden kann. Drehen wir mal die Verpackung einfach um und schauen uns, was die Spezifikationen noch so an sich haben. Okay, also nochmal, wir können hier LAN-Anschluss, diverse Monitoranschlüsse, 4x USB 2.0 Ports, 2x USB 3.0 Ports und da sind auf der rechten Seite noch Kontaktdaten von der Firma. Also ich würde sagen, diese Verpackung hat sich somit ist somit nicht mehr interessant. Öffnen wir das Teil und verlieren keine Zeit mehr. Mal sehen, was da alles drin ist. Also einmal sehen wir, dass die Dockingstation links ist und rechts haben wir hier schon mal ein Netzteil. Sehr gut, dann hole ich das mal kurz raus. Sehr leicht. Das gefällt mir. Also ich stehe grundsätzlich eher auf etwas schwereren Geräten, aber bei sowas finde ich sogar, dass das Gewicht eigentlich vom Vorteil ist. Ich nehme mal die ganze Folie hier weg. Das Teil hier ist quasi zum Festkleben und da ist genau, da muss man aufpassen. Ja, jetzt eigentlich hätte ich das jetzt nicht abkleben müssen. Vielleicht klebe ich es nochmal zurück. Ja, es klebt schon ziemlich stark und das wird mir im Wege sein, wenn ich das Ganze jetzt nochmal kommentiere. Also mache ich das schnell wieder drauf. Kurzen Augenblick. So, schaut schon mal besser aus. Okay, und somit kann ich es auch noch halten, ohne dass es an meine Händen klebt. Wenn wir es umdrehen, sehen wir, es sieht nicht besonders phänomenal aus von vorne, aber das muss es auch nicht. Und hinten haben wir schon mal den Haupt-USB 3.0 Eingang, womit das PC verbunden wird. Die 3.0 und 2.0 Anschlüsse, also alles Standard, was wir so eigentlich alles auf der Verpackung schon gesehen haben. Schauen wir mal, was da drunter steht. Einmal eine Anleitung. Okay, Englisch. Mal sehen, ob da Deutsch noch dran ist. Soweit nicht, nein. So, war da? Nein, immer noch nicht. Und da ist es, also Deutsch ist auch drin. Das ist auch sehr wichtig. Und so wie es ausschaut, auch Spanisch. Naja, das ist jetzt... Ja, für jemanden, der Spanisch spricht, wird es definitiv vom Vorteil sein. Ich lasse es einfach auf der Seite. Und was haben wir hier? Ja, das ist das Kabel, mit dem man quasi unser Gerät mit dem Laptop verbindet. Und hier haben wir einen sehr schönen Port mit Gold beschichtet, dass wir DVI zu VGA, sehr gut, und eine Treiber-CD, genau. Wobei ich empfehle immer, die Treiber von der Hersteller-Webseite runterzuladen. Man möchte immer die neuesten Treiber haben und die CDs sind oft veraltet, also stehe ich das nochmal so nebeneinander. Das ist alles, was da drin ist. Okay, jetzt ist es Zeit, das Teil vorzubereiten. Ich habe inzwischen ins Handbuch geschaut und wir haben die Option, natürlich die Treiber von der CD zu installieren, aber ich mag das nicht. Wir gehen einfach auf die angegebene Seite und laden uns die neuesten Treiber vom Internet runter. Das wäre diese hier. Moment, wo war das? Ach ja, displaylink.com. Wir gehen auf Support, dann gehen wir auf Windows Software und dann laden wir uns die neuesten Treiber einfach so runter. Also machen wir das so. Okay, jetzt sind wir da, displaylink.com, und wie gesagt, zuerst auf Support klicken, dann auf Windows Software und dann schauen wir mal nach unten und da haben wir die schon mal, 23. Dezember 2014, das ist der neueste, also klicke ich ihn jetzt einfach mal an. Noch mal nach unten, was haben wir hier? Wir müssen da zustimmen und der Download fängt an. Natürlich sind solche Download-Server immer sehr langsam, die kostenlose Software anbieten. Also würde ich mir hier erlauben, das Ganze zu beschleunigen. So, jetzt ist es gleich fertig. Dann können wir das Ganze sofort starten. Was jetzt zu beachten ist, das Programm wird zwar durchgeführt, aber es wird uns zu keinem Zeitpunkt wirklich sagen, hey, jetzt bin ich fertig. Also das wird quasi zweimal auftauchen und dann wird es installiert sein. Wir kriegen keine weiteren Benachrichtigungen, die brauchen wir auch nicht. Ist jetzt nichts Spezielles. Warten wir auf das zweite Mal, dass es nochmal erscheint. Und jetzt kommt es, glaube ich. Ja, da war's. Und wenn das jetzt weg ist, dann ist es auch fertig und wir können zum nächsten Schritt übergehen. So, ich habe nun das Netzteil damit verbunden und werde jetzt ein HDMI-Kabel einschalten. Das ist mein erster Monitor.
Und so, dann gehen wir weiter. Ich habe mich hier absichtlich dazu entschieden, den VGA zu DVI Adapter zu nutzen, damit ich euch zeigen kann, wie dieser funktioniert. Natürlich kann mein Monitor auch bessere Formate unterstützen, aber wie gesagt, zum Zwecke des Videos. Also hier haben wir das Teil und wir stecken es einfach hier rein, schrauben es noch zu, damit es auch sicher und fest steht. Und das wäre es eigentlich. Jetzt können wir es ganz normal in unseren HOTU, in unserer HOTU Dockingstation einstecken und weiterarbeiten. Also tun wir das auch. Und jetzt schalten wir einfach das Kabel mit dem Adapter in unserer Ladestation, also nicht Lade, sondern Dockingstation. Verzeihung. So. Man kann das natürlich auch festschrauben, ich sehe hier keinen Sinn und deswegen tue ich es auch nicht. Jetzt haben wir alles der Reihe nach gemacht und können endlich unsere HOTU Dockingstation, also unsere HOTU Dockingstation mit unserem Laptop verbinden und zwei Monitore neben dem Laptop Monitor genießen. Moment, ich stecke das nur rein. Nun können wir endlich unseren Laptop damit verbinden. Das andere Ende des Kabels im Laptop rein. Das erste Mal, wie man sieht, werden ein paar Prozesse gestartet. Diese laufen aber sehr schnell und in sehr kurzer Zeit werden wir mehrere Monitore neben unserem Laptop-Monitor noch genießen können, wie versprochen. Moment, schaut schon mal vielversprechend aus. Man muss natürlich beachten, hier habe ich verschiedene Eingänge genutzt und deswegen wird der eine Monitor ein bisschen langsamer als der andere starten. Aber das sei dahingestellt, funktionieren tun sie einwandfrei. Ich bin sehr zufrieden von dieser Dockingstation. Und muss auch sagen, in meinen Tests habe ich auch keinen Lag festgestellt. Obwohl ich jetzt keine Spiele gespielt habe, weil es ist eben kein Gaming-Laptop, den wir da haben. Und man kann natürlich auch die anderen Monitore, die also entweder als Erweiterung des ersten Monitors nutzen oder man kann sie auch als Spiegelwiedergabe quasi. Hier haben wir Erweiterung, deswegen sehen wir drei verschiedene Wölfe. Was mir persönlich sehr gut gefällt übrigens. Die HOTU-Ladestation funktioniert einwandfrei, dazu ist sie noch ziemlich billig im Vergleich zu anderen ähnlichen Produkten. Sie kann auch Handys aufladen per Turbocharger USB und sie kann auch als USB-Erweiterungshub genutzt werden. Somit bin ich sehr zufrieden und kann diese auch empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.